Regenwurms der GKW. Da werden wir uns heute Gedanken drüber machen. Was bedeutet eine Neuausrichtung? Vielleicht erinnern Sie sich an das Jahr 2014, wo es um einen gesellschaftlich akzeptierten Umgang in der Tierhaltung ging. Vielleicht können wir heute zu einem gesellschaftlich akzeptierten Ackerbau uns austauschen und ich freue mich ganz besonders auf die Diskussion. Ich möchte jetzt keine großen Vorreden halten, sondern direkt Herrn Färber bitten, hier vorne auf die Bühne zu kommen. Herr Färber ist Abgeordneter und Mitglied des Bundestags, kommt aus Baden-Württemberg und wird heute den Vortrag halten, sind die politischen Vorgaben, die praktischen Herausforderungen und die gesellschaftlichen Erwartungen überhaupt in Einklang zu bringen. Herr Färber, Sie haben das Wort. So, liebe Frau Marx, Herr Voss-Henrich, verehrte Frau Eberlein, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich hier bei der GKB-Jahresversammlung zu Ihnen sprechen darf. Und ich möchte an der Stelle gleich die wichtigste Frage des Tages, zumindest für mich die wichtigste Frage des Tages, an Sie stellen. Können Sie mich denn verstehen? Wir Schwaben, wir werden ja überall sehr geliebt, aber wir werden nicht überall verstanden. Und es hat nicht nur immer akustische Gründe. Ja, meine verehrten Damen und Herren, bin sehr gerne hierher gekommen zu Ihnen, um heute zu Ihnen zu sprechen, habe die Einladung sehr gerne angenommen, weil ich ganz einfach Ihre Arbeit, Ihre Tätigkeit sowohl sachlich als auch fachlich sehr schätze. Und am liebsten würde ich jetzt heute sagen, dass die Politik in Gesamtheit alles tut, um Ihnen Ihre Arbeit möglichst leicht und einfach zu machen, dass wir die notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechend ändern, anpassen oder erhalten und dass alles in dieser Richtung läuft, dass auf Ihren Betrieben in der Richtung einfach alles gut funktionieren kann. Leider kann ich Ihnen diese Zusage heute nicht geben. Und mit der Frage, warum denn das so ist, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, nämlich die nächste Frage, und zu der ich jetzt heute sprechen möchte, heißt, sind politische Vorgaben, praktische Herausforderungen und gesellschaftliche Erwartungen in Einklang zu bringen? Meine grundsätzliche Antwort auf diese Frage heißt, ja, sie sind es, aber das ist schwierig und es erfordert sehr viel Arbeit. Und so war sowohl sehr viel Arbeit an praktischen wie auch an überzeugungstechnischen Anstrengungen. Betrachten wir die Wechselwirkungen von Gesellschaft, Politik und Praxis. Wenn wir uns jetzt hier ein Dreieck vorstellen, wo jeder Punkt an einer Ecke steht, dann mit drei Eckpunkten, dann sehen wir, können wir uns mal vorstellen, wie sich diese Punkte gegenseitig beeinflussen. Und da gibt es bestimmte Wechselwirkungen. Keine Frage ist, dass die gesellschaftlichen Erwartungen, die wir ja mittlerweile auch nicht nur draußen erleben, sondern auch über Medien in den Nachrichten sehen, die politischen Regulierungsvorgaben beeinflussen. Das ist natürlich auch Grundvoraussetzung, das ist das Grundprinzip der Demokratie, dass gesellschaftliche Vorstellungen, gesellschaftliche Forderungen von der Politik aufgegriffen werden müssen. Das kann und sollte eigentlich auch gar nicht anders sein. Politische Parteien, die Wählerstimmen brauchen, um ihre Programme durchsetzen zu können, um ihre politischen Ziele zu erreichen, können und dürfen sich auch nicht dauerhaft von gesellschaftlichen Erwartungen abgrenzen bzw. sich darüber hinwegsetzen. Das ist einfach das Prinzip der Demokratie und das ist ja an sich so noch gar nicht schlecht.
Zweifellos beeinflussen natürlich auch die politischen Vorgaben die praktische Tätigkeit, die praktischen Herausforderungen. Und wir haben letzte Woche in Berlin das neue Düngepaket, die neue Düngeverordnung, die Gesetzgebung beschlossen. Und die Praktiker, zu denen ich ja auch gehöre, wir werden insgesamt noch sehr wohl spüren, wie politische Regulierungen praktische Herausforderungen beeinflussen. Umgekehrt ist natürlich auch so. Die politischen Vorgaben beeinflussen ihrerseits auch wieder gesellschaftliche Erwartungen. Da kann es auch schnell zu einem Teufelskreis kommen, nämlich dahingehend, dass Politik gesellschaftliche Erwartungen aufgreift, sie ja muss, dass die Gesellschaft aber anhand der Regulierungen plötzlich wahrnimmt, aha, an der Stelle ist ja ein Problem, sonst hätte es ja da keine Regelungen gegeben. Und es gibt dann die Gefahr, dass die Gesellschaft wieder darauf reagiert und auf dieser Grundlage wieder schärfere Gesetze gefordert werden. Deshalb ist wichtig, dass politische Vorgaben nicht rein emotional an gesellschaftlichen Erwartungen gebunden sind, sondern dass politische Regulierungen, politische Vorgaben immer auf Faktenbasis erfolgen. Das ist in diesem Verhältnis einfach der zwingende Punkt. Diesen Mechanismus, wenn es ohne Fakten geht, den haben wir sowohl bei Pflanzenschutzmittelrückständen in Lebensmitteln, aber natürlich auch bei der Diskussion um Gentechnik und neue Züchtungsmethoden. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, dass gesellschaftliche Erwartungen ohne politische Einflussnahme auf die Praxis wirken, nämlich in der Form, wenn plötzlich der Lebensmittelhandel, die Lebensmittelverarbeitungsindustrie sagt, wir wollen gewisse Standards einführen, da ist die Politik außen vor. Da sagt zum Beispiel Rewe, wir möchten künftig nur noch Fleisch von Tieren, die ohne gentechnisch veränderte Futtermittel gemästet worden sind oder erzeugt worden sind. Oder wir möchten kein Glyphosat mehr. Die Produkte, die bei uns ins Regal kommen, die sollen gänzlich ohne Glyphosat produziert worden sein oder gar von Höfen kommen, die überhaupt kein Glyphosat einsetzen. Da hat dann die Politik gar keinen Einfluss. Das ist rein gesellschaftlich und Praxis. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, nämlich wie sieht es denn andersrum aus? In welchem Ausmaß beeinflussen praktische Anforderungen, praktische Notwendigkeiten, die wir als Landwirte draußen in der Produktion denn lösen müssen? Inwiefern beeinflussen diese Realitäten denn die gesellschaftlichen Erwartungen oder die politischen Vorgaben? Und da sieht es natürlich ganz anders aus. Die Politik wird dadurch immer weniger beeinflusst, ganz einfach. Deshalb, wir sind im Parlament, im Deutschen Bundestag, gerade mal noch 17 Landwirte von über 600, von 631. Das zeigt schon mal, der Einfluss ist zwar gegeben, aber Juristen und Beamte sind natürlich da deutlich mehr. Die gesellschaftlichen Erwartungen werden schon gleich gar nicht mehr beeinflusst von der Praxis. Und das ist der kritische Punkt. Besonders kritisch für mich oder besorgniserregend ist das, dass es in der Praxis einfach schon so akzeptiert wird, dass die Gesellschaft, dass der Verbraucher, dass die Menschen im Land eigentlich sich nicht mehr drum scheren, was geht denn auf dem Acker, was geht denn im Stall und was geht nicht mehr. Das, was wir von der Landwirtschaft zurzeit in der öffentlichen Debatte an Umwelt- und Verbraucherschutz verlangen, das würde niemand jemals von der Autoindustrie verlangen. Sonst dürfte es nämlich keine Verkehrstoten, Verletzten mehr geben durch Autounfälle oder keinen Lärm durch Straßen. Stattdessen müsste es auf der Autobahn Biodiversität geben und natürlich das klimaneutrale, abgasfreie Auto. Bei Pflanzenschutzmitteln wird faktisch verlangt, der Nachweis, egal wie viel wir zu uns nehmen, egal wie die Exposition der Verbraucher aussieht, müsste gewährleistet sein, dass das ja nicht passiert. Das ist nicht zu leisten.
Auch das sauberste Wasser kann einen umbringen, wenn man so viel davon abbekommt. Das ist nachgewiesen, ist sogar schon passiert. Ich nenne da mal ein Beispiel, das ist für mich immer ganz nett im Vergleich. Eine Frau hat aus Versehen Haushaltsreiniger verschluckt. Dann kann man sich ja fragen, wie kann sowas passieren, aber es ist halt passiert. Und dann hat sie es gemerkt, aber da hat sie es schon geschluckt. Und dann hat sie ihrem Apotheker angerufen und hat gesagt, du, ich habe Haushaltsreiniger geschluckt, was muss ich denn jetzt machen? Und dann hat er gesagt, naja, da kann ich eigentlich nicht viel machen. Ich kann dir nur empfehlen, trink ausreichend Wasser. Und das hat sie dann auch gemacht. Und am anderen Tag war sie tot. Und bei der Untersuchung des Falls hat sich herausgestellt, der Haushaltsreiniger hat ihr überhaupt keinen Schaden gemacht. Aber aus Angst hat die Frau 12 Liter Wasser getrunken und daran ist sie gestorben. So, also man kann natürlich auch überreagieren und deshalb sage ich immer gern dieses Beispiel. Wissen Sie, welche Auswirkungen Mobilfunkstrahlung auf die Hirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen hat? Ich weiß es nicht. Wissen Sie es wahrscheinlich auch nicht. Niemand weiß es. Und es weiß deshalb niemand, weil es dazu gar keine Studien gibt. Dieses Risiko, diese Gefahr, die wird von der Gesellschaft einfach akzeptiert. Die wird hingenommen. Ich kann es auch nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird von der Gesellschaft einfach akzeptiert und niemand redet eigentlich davon. Warum ist es jetzt in der Landwirtschaft so viel anders? Warum müssen wir uns für alles rechtfertigen? Warum müssen wir überall uns beinahe entschuldigen? Und weshalb ist die Wahrnehmung bei uns eine andere wie in anderen Themen? Ich finde dazu in erster Linie mal 3 Punkte. Das ist zum einen eine, ich sag mal, nahezu schizophrene gesellschaftliche Einstellung, die wir vorfinden. Das ist zum zweiten ein aus meiner Sicht völlig falscher Gegensatz von gut und schlecht, von nicht gefährlich zu gefährlich, von natürlich zu künstlich. Und es ist zum dritten eine falsche Wahrnehmung moderner Technik. Der erste Punkt, gesellschaftliche, na, ich sag mal nahezu Schizophrenie, was meine ich denn da damit? Eine Mehrheit der Bevölkerung nimmt in Kauf, dass der Verzehr von Lebensmitteln völlig abgekoppelt ist von der Wahrnehmung über die landwirtschaftliche Praxis. Das muss die Gesellschaft für sich, das muss jeder Einzelne für sich irgendwie gar nicht mehr in Einklang bringen. Die Bauern hören am Montag die Forderung, mehr Klimaschutz muss sein. Am Dienstag will man mehr Tierwohl. Am Mittwoch spricht man über die Notwendigkeit der Verbesserung der Biodiversität. Am Donnerstag ist der Verbraucherschutz dran und am Freitag gehen die Menschen einkaufen und dann kaufen sie das, was am billigsten ist. Das geht auf Dauer nicht gut. Man kann nicht alle Ziele verfolgen, da muss man sicherlich Prioritäten setzen oder eine bestimmte Abwägung vornehmen. Aber das Problem, das ist, dass die Mehrheit der Menschen, und da gehöre ich vielleicht sogar auch mit dazu, man kann das immer selber schlecht beurteilen, die Mehrheit der Gesellschaft, die Mehrheit der Menschen nimmt diesen Widerspruch bei sich selber einfach nicht mehr wahr. Es gibt die Beispiele, da wurden Menschen, wenn sie zum Einkaufen gingen, am Eingang des Supermarkts befragt, auf was sie denn besonders Wert legen und was ihnen wichtig ist. Und da kamen natürlich die Themen Klimaschutz, Verbraucherschutz, Tierschutz, Umweltschutz, Gewässerschutz, Grundwasser und so weiter. Das war alles, das hatten die alles auf der Palette und das war ihnen alles sehr wichtig. Und beim Verlassen des Marktes wurde mal ein Check gemacht, was denn im Korb liegt. Und da war dann eben was anderes wichtig, da war der Preis wichtig. Und dazu befragt, es kam damals sogar eine Reportage im Fernsehen dazu befragt, ja wie denn das jetzt zusammenpasst, hatten die meisten keine Antwort, aber haben das für sich selber einfach so akzeptiert. Ich fordere zwar vieles, aber ich selber kann ja machen, was ich will. Jetzt könnte man sagen, dann muss man das den Leuten einfach erklären und die mit den Fakten konfrontieren und dann wird sich das schon ändern.
So war ich auch lange Zeit unterwegs und so war ich auch anfangs in der Politik unterwegs. Man muss den Menschen ja nur, den Andersdenkenden nur die Fakten sagen und dann müsste eigentlich alles klar gehen. Von dieser Ansicht musste ich mich zwingend, nicht weil es jemand verlangt hat, sondern weil es nicht umsetzbar ist, verabschieden. Das Problem ist, es gehört eigentlich zur Selbstwahrnehmung der Menschen, dass sie für die guten, wichtigen Dinge sind, aber für sich selber eben anders entscheiden können. Und wenn man mit Fakten auf die Menschen zukommt, wird es oft als persönlicher Angriff gewertet und wird deshalb abgewehrt. An der Stelle kommen wir so nicht weiter. Wenn wir die Zielgruppe für uns irgendwie mobilisieren wollen, beziehungsweise für unsere Anliegen, für praktische Herausforderungen öffnen wollen, dann müssen wir da andere Möglichkeiten finden. Es gibt eine interessante Studie von der Heinz-Lohmann-Stiftung, die heißt Öffentliche Meinung in der Krise. Und dort wird festgestellt, dass halt immer mehr Menschen problemlos damit leben können, dass sie je nach aktueller Betroffenheit zu einem und demselben Thema unterschiedliche Meinungen haben. Der Anspruch an sich selber, eine logische, schlüssige, stimmige Meinung und Position zu vertreten, der sinkt in unserer Gesellschaft dramatisch. Ganz im Gegenteil, es wird eigentlich als ideal empfunden, wenn man möglichst viele Meinungen nebeneinander vertreten kann. Das ist ein bestimmter Luxus. Diese Studie der Heinz-Lohmann-Stiftung hat mal ermittelt, rund 60% der Bevölkerung sind durchaus in der Lage, bei konkreten Themen zwei komplett in sich widersprüchliche Positionen zu vertreten. Und die kommen damit gut zurecht. Der zweite Punkt, die für mich nicht nachvollziehbare Kategorisierung, was ist gefährlich und ungefährlich, was ist giftig und nicht giftig, was ist gut und was ist schlecht, das ist praktisch alles, was künstlich ist schlecht und alles, was natürlich ist gut, gesund und unschädlich. Das halte ich für eine völlig falsche Einteilung in Risikokategorien, ist aber in der Gesellschaft mittlerweile leider Gottes so der Fall. Beispiel Pflanzenschutzmittel. Jedes Pflanzenschutzmittel enthält natürliche Pestizide, die nicht von außen zugeführt werden, sondern die die Pflanze für sich selber herstellt, um sich gegen Schadorganismen welcher Art auch immer schützen zu können. Viele dieser Pestizide bilden die Grundlage für chemisch-synthetische Pestizide, die die Landwirtschaft dann verwendet, um diesen Schutzeffekt zu verstärken. Das interessiert aber niemand. Für die Menschen ist klar, Gifte, die vom Acker direkt kommen, von der Pflanze direkt entwickelt werden, die sind meistens nicht so gefährlich. Aber wenn der mit der Spritze fährt und wenn dann noch Monsanto, Bayer, BASF oder was sonst noch draufsteht, dann ist es gefährlich, dann ist es giftig und dann besser Finger weg. So. Es gibt einen amerikanischen Biochemiker, den Bruce Ames, der kam mal in Untersuchungen zum Ergebnis, 99,99% der giftigen Substanzen in Pflanzen, in Lebensmitteln, in Pflanzen, sind natürlichen Ursprungs. 99,99%. Nur 0,01% kommen aus künstlichen Quellen. Ein Beispiel dafür, vor einiger Zeit hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in 56% aller untersuchten Honigproben Alkaloide gefunden, die bekanntermaßen für Menschen giftig sind. Das Thema hatte nur eine geringe öffentliche Wahrnehmung. Es wurde zwar kurz darüber berichtet, das ging dann aber wieder so unter, das wurde nicht weiter verfolgt. Die Ursache, dass es nicht weiter verfolgt wurde, dass es nicht weiter bearbeitet wurde, ist schon ganz einfach. Nämlich die Quelle für diese Alkaloide ist kein Industrieunternehmen, kein Konzern, das man an den Pranger stellen kann, sondern die Quelle sind in der Natur wachsende Pflanzen wie das Jakobskreuzkraut. Also hatte das eigentlich gar keine große Wirkung. Niemand hatte Interesse daran,
da was draus zu machen. Und so ging das Thema unter. Ich behaupte, der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel kann sogar die Gesundheitsgefahr, kann das gesundheitliche Risiko erhöhen. Sie wissen alle, bei Getreide sind oft Pilzkrankheiten mit an den Pflanzen, die die Pflanzen natürlich auch schädigen, die von den Pflanzen leben. Diese Pilze, die scheiden dann ihrerseits wieder Mykotoxine aus. Und diese Mykotoxine sind nicht nur giftig, die sind hochgiftig. Und wir wissen auch, Mykotoxine haben die höchste krebserregende Wirkung in Lebensmitteln, die wir kennen. Da redet aber keiner drüber. Man redet über Glyphosat, wo man in Unmengen zu sich nehmen müsste, wo uns die ganzen Organe versagen würden, bevor wir überhaupt in den Bereich kommen, dass Glyphosat uns auf andere Art und Weise gefährlich werden könnte. Ein anderes Beispiel, Himbeeren. Himbeeren kennt jeder und die sind doch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur, dass sie lecker schmecken, sondern sie gelten auch als gesundes Obst. So, wenn wir uns die Himbeeren mal genauer anschauen, dann stellen wir fest, die enthalten 34 verschiedene Aldehyde und Ketone. Viele davon sind giftig. Sie enthalten 32 verschiedene Alkohole, von denen auch einige giftig sind. 20 verschiedene Ester, die meisten davon giftig. 14 verschiedene Säuren, fast alle davon sind giftig. Dazu noch 3 Kohlenwasserstoffe und 7 Verbindungen anderer Stoffklassen, so dass man eigentlich sagen muss, wenn heute ein Lebensmittelhersteller die natürliche Himbeere erfinden würde bzw. patentieren ließe oder produzieren möchte, müsste das nach geltendem Recht verboten werden. Einfach mal, dass man so in die Relation kommt, was ist denn eigentlich gefährlich und von welchen Risiken reden wir eigentlich. Am meisten Angst haben die Menschen heute vor künstlichen, vor chemischen Rückständen in Lebensmitteln. Am meisten gefährlich, am meisten gesundheitsgefährlich ist eine falsche Ernährung. Ein Großteil der richtigen Gefahren der Todesfälle geht auf das Konto von Mikroorganismen und der größte Lebensmittelskandal der Bundesrepublik Deutschland, den es je gab, das war im Jahr 2011, also ist noch gar nicht so lange her, das war nach BSE, das war der Skandal mit EHEC-Bakterien, die auf Biosprossen waren. Damals gab es über 50, 53, 54 Todesfälle dadurch. Das war kurz ein Thema in der Presse, in den Medien. Wenige Tage später war es kein Thema mehr. Wenn wir uns mal zurückerinnern, nur 2 Jahre zuvor, bei BSE gibt es bis zum heutigen Tag keinen einzigen Toten. Das Thema wurde jahrelang durch die Medien gepeitscht. Da hat sich die ganze Republik auf und abwärts jeder damit beschäftigt, der irgendwo mit Lebensmitteln und Wissenschaft und Tierhaltung was zu tun hatte. Die richtigen Gefahren, die gingen eher so ganz stillschweigend an uns vorbei. Und da sehe ich das größte Risiko für unsere Gesellschaft, nämlich die falsche Wahrnehmung von Risiken. Die falsche Wahrnehmung, die Angst vor Chemie, die Angst vor Künstlichen, die Angst vor neuen Technologien, aber das in Kauf nehmen von natürlichen Giften, die dann durchaus den Tod bringen können. Man kann auch sagen, da stirbt man wenigstens gesund. Der dritte Punkt, das ist die Wahrnehmung moderner Technik. Das beruht ebenfalls auf Unwissenheit vieler Verbraucher und die Verkennung moderner Technik in der Landwirtschaft. Naja, viele Verbraucher haben natürlich die Wunschvorstellung einer Landwirtschaft, die völlig, also sagen wir mal, eine idealisierte Vergangenheit hat, die Landwirtschaft, die Mensch, Tier und Umwelt in ungetrübter Harmonie zusammenleben lässt. Was dabei nicht gesagt wird, das sind natürlich, erstens gab es diese Vergangenheit in der Form noch gar nie. Und zweitens, in dieser Zeit, die angeblich die gute alte Zeit gewesen sein soll, gehörten auch Epidemien, Hungersnot und Massenarmut dazu. Das wird völlig ausgeblendet.
wird auch ganz vergessen, dass um 1900 ein Landwirt eben nur 4 Menschen ernähren konnte mit seinen Techniken und Technologien, die er hatte. Im Jahr 2010 waren es immerhin schon 133. Vergessen wird auch, dass der Hektarertrag des Weizens heute 4-mal so hoch ist wie damals um 1900. Und vor allen Dingen wird vergessen und es wird verschwiegen, dass damals noch rund die Hälfte des Einkommens allein für Lebensmittel ausgegeben werden musste. Mittlerweile sind wir bei rund 10-11%. Davon zu schweigen, dass wir heute eine Qualität haben, die man sich damals noch nicht mal vorstellen konnte. Und ich sage es immer andersrum, wenn ich heute als Landwirt mit einer Produktqualität aus den 70er oder 80er Jahren bei meinem Abnehmer komme, dann werde ich vom Hof gejagt. So viel nur zur Qualitätsentwicklung. Die Qualität und die Sicherheit hat stetig zugenommen und nicht andersrum. Zu dieser falschen Wahrnehmung, das muss man sicherlich sagen, hat auch oft auch eine falsche, fälschliche, verfälschende Werbung von unserer Branche selber beigetragen. Haben Sie schon mal ein Bild von moderner Landtechnik, von moderner Technologie in der Landwirtschaft, in der Werbung oder auf einer Verpackung gesehen? Ich nicht. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren eine Molkerei, die auch in Baden-Württemberg Einzugsgebiete hat, hat für eine Milch geworben, die von Kühen kommt, die keinerlei genverändertes Futter bekommen sollen. Das glaube ich auch, das ist ja da auch möglich bei der Milcherzeugung. Nur die Bilder und der Video, der in dieser Werbung oder Teil dieser Werbung war, der zeigte eine braun gebrannte Bäuerin, die mit einem 16, 17 PS Schlepper und angehängtem Anhänger von Hand das Heu verladen hat. So, das ist nicht Stand der Technik, das sage ich jetzt einfach mal so. Man sieht es vielleicht in Steillagen in Österreich, in der Schweiz, noch, dass viel Handarbeit notwendig ist, aber das ist nicht Stand der Technik. Das wäre das Gleiche, wenn die Automobilindustrie heute mit der Arbeit des Hufschmieds werben würde. So kann man sich das vergleichen. Also wir müssen in der Werbung wirklich auch Botschaften rüberbringen, die dem gerecht werden, die das widerspiegeln, wie Landwirtschaft stattfindet, wie Landwirtschaft funktioniert. Ja, in der Öffentlichkeit ist ein gewisses Zerrbild entstanden, industrialisierte Landwirtschaft, wo man natürlich fragen muss, ja, was bedeutet das eigentlich? Was ist industrialisierte Landwirtschaft? Da hat man das Bild sofort vor Augen, rauchende Kamine und lange Hallen und einfach alles wird wie in der Metallbearbeitung, sage ich jetzt mal, gemacht. Industrialisierung, wenn ich mir den Begriff mal überlege und recherchiere, dann heißt es nichts anderes als Arbeitsteilung. Eine arbeitsteilige Landwirtschaft, wo eben nicht jeder Betrieb in jedem Sektor vom Brüten des Eis bis zum fertigen Produkt auf dem Teller das macht, sondern dass man sich auf bestimmte Teilbereiche konzentriert und das dann aber auch hochprofessionell, effizient, sicher und gut erledigt. Das ist an sich nichts Schlechtes. Aber der Begriff Industrialisierung der Landwirtschaft ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu einem Kampfbegriff mit negativer Wahrnehmung einfach geworden. Wir sollten also die moderne Technik überhaupt nicht verteufeln, auch nicht verschweigen, sondern wir sollten in diesen modernen Technologien, sei das jetzt die Digitalisierung, die ja über die Landwirtschaft jetzt genauso hereinbricht, sondern die von der Landwirtschaft ein Stück weit auch gebraucht wird, genauso wie moderne Züchtungsmethoden, das sollten wir eigentlich mehr die Vorteile in den Vordergrund stellen und nicht die Ängste transportieren. Ich möchte zum Schluss kommen und jetzt habe ich ja lange gesagt, wo ich die Probleme sehe, wie die Wechselwirkungen zwischen Politik, Praxis und Gesellschaft sind. Jetzt möchte ich noch ein paar Sätze sagen, was müssen wir denn tun? Und da möchte ich mich weder als Landwirt noch als Politiker ausnehmen. Wir müssen besser werden. Ich sage nicht, dass wir schlecht sind, aber wir müssen uns auf Veränderungen in der Gesellschaft einfach einstellen. Wir müssen da Antworten finden und Lösungen finden.
Wir dürfen durchaus zugeben, dass nicht alles immer optimal gelaufen ist. Das können wir gar nicht. Dazu sind wir viel zu sehr von Natur, von Wetter abhängig und von anderen Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können. Wir können auch zugeben, es gibt schwarze Schafe, die vielleicht weniger Wert drauf legen, dass alles in Ordnung ist. Das gibt es aber in jeder Branche. Das gibt es auch bei den Politikern. Gibt es überall. Gibt auch bei den Politikern im Übrigen die Verrohung, die man der Landwirtschaft im Bereich der Tierhaltung vorwirft. Die gibt es durchaus auch bei den Politikern. Sie müssen da nur mal ins Plenum reinhören, wie da der Umgang ist, speziell im Agrarausschuss. Da weiß man dann sehr schnell, auch da gibt es eine bestimmte Verrohung. Wir müssen zu den Dingen stehen, die wir machen. Wenn wir nicht dazu stehen können, dann müssen wir sie bleiben lassen. So. Das sind so Themen, wo man sagen muss, wir müssen das, was wir tun, verantworten. Wenn wir es nicht verantworten können, dann müssen wir es auch sein lassen. Wir müssen selber uns öffnen für neue Technologien, für neue Verfahren. Da bin ich jetzt hier natürlich bei lauter Leuten, die das schon machen. Das heißt, es nutzt nichts, wenn ich Ihnen das sage, sondern wir müssen das gemeinsam auch draußen in der Praxis sagen, dass wir neue Methoden, neue Technologien nicht einfach nur ablehnen dürfen. Faktisch für mich auch, und Herr Vossenrich, Sie haben es vorher angesprochen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Verbände allein können das nicht mehr richten. Das ist unmöglich, das kann nicht mehr geschafft werden, dass Organisationen und Verbände das allein machen. Wir müssen hier die Praktiker wieder in den Mittelpunkt stellen. Und wenn Bundeslandwirtschaftsminister